Hallo Leute, ja, wie erwarten geht's jetzt in mein langfristiges Krankenhaus. Ich wollte ja eigentlich gestern in meinem Wunschkrankenhaus entbinden, so wie ich das schon erzählt habe, aber leider haben die mich abgelehnt. Ich kann da nicht entbinden, ich kann nicht zur Einleitung. Und jetzt muss ich in das andere Krankenhaus und es nervt mich ein bisschen und ich bin verdammt spät dran, deswegen muss ich das alles ganz schnell machen und ich würde sagen, wir sehen uns im Krankenhaus wieder und ich sage immer und, ne? Dann sehen wir uns im Krankenhaus wieder. Ich sage jetzt nicht und. Ja, wir sehen uns. Ciao. Hallo, wir sind jetzt hier im Krankenhaus beim CTG. Und ja, ich bin etwas genervt, ja, weil ich jetzt hier auch nicht weiß, ob ich eingeleitet werde oder nicht. Die Hebammen sehr, sehr freundlich sind und ja, ich langsam vielleicht etwas, ich möchte nicht sagen sauer werde, aber eigentlich schon. Ja, und jetzt sind die Nerven etwas angespannt bei uns beiden, ne? Und ich würde sagen, ich melde mich, wenn ich Näheres weiß. Ciao. Hallo. So, die Einleitung wurde jetzt gemacht, sozusagen. Ich habe jetzt 1 Milligramm von diesem Gel bekommen. Ja, muss jetzt 1 Stunde liegen. Und dann kommst du auf Station, darf ich wieder ganz normal bewegen und dann gucken wir mal, ob es was bringt. Also ob es Wehen kommen oder weil der Gebärmutterhals, glaube ich, ne? Gebärmutterhals war noch ganz weit weg oder Muttermund war noch ganz weit weg. Ja, und jetzt wurde ich über die Risiken aufgeklärt, dass eine Einleitung halt auch Kaiserschnitte hervorrufen kann, was sie bei mir aber nicht glauben, weil ich halt schon Kinder bekommen habe auf normalem Weg. Aber es kann halt trotzdem noch 3 Tage dauern, bis das alles anschlägt, weil der Muttermund noch nicht reif genug ist. Jetzt habe ich hier einen schönen Zugang bekommen und ja, liege jetzt am CDG, wie gesagt, und bin jetzt hier 1 Stunde im Kreissaal. Und ich würde sagen, wenn sich irgendwas ergibt, melde ich mich nochmal. Dann vielleicht gehen wir mit mir nochmal spazieren, dann nehmen wir euch mal mit. Und ja, dann gibt es nichts weiter zu erzählen. Ja, würde ich sagen, bis nachher. Tschüss. So, hier bin ich auf meinem Zimmer. Und ja, die Stunde ist vorbei. Wir haben jetzt 10:45. Um 12 gibt es Mittagessen. Und ja, jetzt heißt es warten. Ich zeige euch mal das Zimmer. Ich habe auch eine Bettnachbarin. Die ist aber gerade weg. Das ist mein Zimmer. Das ist das Bettchen. Hier ist so eine Art Wickelecke. Ah, das ist mein Schrank. Ich gehöre zum Inventar. Mein Koffer. Das Badezimmer. Hallo. Das ist mein Bereich. Alles voll. So, und damit verabschieden wir uns. Sag tschüss. Tja, wir kommen gerade wieder vom CTG und gehen jetzt spazieren ein wenig und treiben somit hoffentlich die Wehen voran. Und um 14:45 muss ich wieder zum Kreissaal. Da wird nochmal eine halbe Stunde CTG geschrieben und um 3:45 kriege ich dann das Gel, die 2. Dosis. So. Mal sehen. Guten Tag. Wir sind hier live im Krankenhaus. Jetzt kannst du filmen. Da. Ach, bitte. Nicht nur Mampfen. Einen Live-Sendemitschnitt. Du sollst doch nicht warten. Ach so. Ja.
hört irgendwie komisch wahrscheinlich. Komm, wir laufen hier lang. Da, wo steht Ausgang? Nein, da, wo steht Psychiatrie. Hm, vom Zweifel an. So. Hallo. Hey, das geht gar nicht gerade noch so her. Ja. Ich habe den Display bei den Drehen, merke ich. Ja. Oh, das ist ein Brunnen. Also, nee, kein Brunnen. Irgendwas Wasserartiges. Ja. Da sind Fische drin. Wow! Psst. Fischi. Was denke ich über Fisch? Oh, das ist geil, ja. Hör auf. Wolf, ich schon Energy rein. Entspannung, bitte zur Ruhe. Achso, ja, komm ich wieder raus. Das gibt man uns nicht. Hör auf, die Leute sehen, dass da hinten stehen überall Leute. Na und? Überall. Komm, wir laufen mal da hinten lang. Komm, wir greifen einfach nach dem großen Fisch. Komm, wir. Warum? Der spinnt heute. Alaska Seelachs. Oh, nette Männchen. Ja, alle halten sich an der Hand. Und warum hat der so einen riesen Zinken? Hat der einen Zigarren im Maul oder sowas? Ah, kunstbegeistert sind wir auch noch. Trottel. Was soll ich jetzt für die Winkel? Ja, dann müssen wir schnell zu den psychisch Kranken. Also den Ärzten. Das weißt du doch. Okay, hier ist nichts mehr. Meinst du? Ah, da sind Treppen. Diese Tür muss versiegelt bleiben, verriegelt bleiben. Entschuldigung. Aha. Die muss verriegelt bleiben. Oh, ich habe verstanden, verriegelt werden. Schon da drauf. Wir können jetzt auch viel zu stören. Echt? Ja, sehen wir uns nachher. Ganz schön langweilig, ja? Ja, ziemlich. Okay. Tschüss. Na gut. Auf dem Weg in den Kreis. Ich habe jetzt meine zweite Dosis bekommen an Gel und jetzt werden die Wehen schlimmer. Ja, und eigentlich sollte ich um 8:30 da sein, jetzt haben wir aber 8:20 und ja, wollen mal gucken, was das CDG jetzt sagt. Ja. Tut weh. Ich würde sagen, ja, wir sehen uns dann im Kreißsaal wieder beim CDG. Tschüssi. Hallo, Tag 2 im Krankenhaus. Ja, wir waren heute Morgen beim CDG schon gewesen, beziehungsweise ich war beim CDG. Und die Nacht war nicht so toll. Da bin ich mal wieder aufgewacht von den Schmerzen. Und dann habe ich wann war es denn? 3:15? Ja. 3:15 beschlossen, die Gänge hier unsicher zu machen und Leute zu erschrecken. Nein. Es hat sich nur besser angefühlt, von den Schmerzen hier rumzulaufen und die Leute zu erschrecken. Egal. Ja, dann wurden die schwächer und ich konnte um 5 Uhr auch wieder einschlafen. Und dann kam die liebe Schwester und hat mich ganz süß und nett geweckt, weil ich habe hier eine sehr nette Schwester, die morgens für mich zuständig ist. Ja, wir verstehen uns ganz gut. Wir schmeißen uns immer Nettigkeiten an den Kopf, egal. Gut, dann musste ich dann habe ich auch morgen wieder das Gel bekommen. Und es schlägt jetzt auch gut an, die Wehen werden stärker und es hat sich auch was am Muttermund getan. Der ist jetzt 2 cm durchgängig und ganz vorne. Also er war gestern ganz hinten, also hinter dem Köpfchen sogar. Und ja, mal gucken, was ich jetzt noch weiter tue. Ich wollte jetzt eigentlich noch ein bisschen spazieren gehen. Gucken wir mal, ich bin mir noch nicht sicher. Und um 2 Uhr muss ich wieder zum CTG und dann sollte nochmal das Gel gelegt werden. Ich bin nicht dafür. Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Schauen wir mal. Vielleicht sehen wir uns heute noch und wenn nicht, dann vielleicht auch, aber dann ganz kurz im Kreis sein. Tschüss.
Kuckuck. So, jetzt geht's los. Muttermund war eben noch 3 cm, wo ich hier rein bin. Ich war recht tapfer, habe mich länger mit den Wehen rumgequält. Und ich denke mal, das Spaziergehen und immer Laufen, das hat auch geholfen. Und zu guter Letzt war es halt doof, da musste ich das Zimmer wechseln, zu jemand anderem rein. Und naja, da bin ich jetzt in den Kreissaal und jetzt habe ich eine PDA gekriegt und jetzt geht es mir schon was besser und ich hoffe, dass es jetzt vorangeht. Etwas erschöpft und müde und ich mache jetzt Pause. Gut, ich zeige nochmal schnell den Zugang zu der PDA. Das sieht dann so schön aus. Das ist der Rücken, das wird über den ganzen Rücken. Das ist nur das Kabel, da ist der Zugang. Lustig. Und tschüss.